Hallo liebe Leute, hier ist wieder Marc, euer Fahrtechniktrainer. Und heute geht's mit uns steil bergab, im wahrsten Sinne des Wortes. Steile technische Trails, das ist, was viele Biker reizt, deswegen möchte ich euch Tipps geben. So wie bei anderen Fahrtechnik-Themen gilt das Prinzip Schritt für Schritt. Bevor ihr lange, ganz fiese Steilhänge fahrt, fängt ihr an mit kleinen Passagen, wo es steil wird. Sehr gut sind zum Beispiel kleine Treppen geeignet. Da könnt ihr mit einer Zweiertreppe anfangen, eine Dreiertreppe, Vierertreppe oder ein kleiner Steilhang, den ihr irgendwie an der Wiese findet. Schauen wir uns die Technik im Detail an. Ihr fahrt in einer entspannten, aufrechten Grundposition auf die steile Stelle zu. Vorher geht ihr dann in die tiefe Haltung, das heißt Arme und Beine beugen sich. Wenn das Vorderrad in den Steilhang absackt, werden eure Arme kurz etwas gerader. Ihr lasst das Vorderrad seinen Weg finden. Der Sattel wandert ein Stückchen vor euch und ihr könnt weiter zentral über dem Tretlager stehen. Wichtig ist dabei, lasst die Fersen hängen, dann funktioniert es auch, dass euer Körpergewicht primär auf den Pedalen bleibt und ihr nicht auf den Lenker geschoben wird und viel Druck auf die Griffe bekommt. Wenn ihr kleine Steilhänge trainiert, könnt ihr natürlich auch die erstmal abrollen. Wichtig ist es dann jedoch, dass ihr anfangt, auch die steilen Stellen mit dosiert schleifender Bremse zu fahren. Das heißt, Gleichgewicht kommt mit ins Spiel und ihr müsst wirklich auch das Vertrauen haben, dass ihr diese technischen Passagen mit sehr langsamem Tempo fahren könnt. Das Ganze kann man auch auf Treppen üben. Wichtig ist, wenn ihr dann von der Steilstufe oder der Treppe wieder ins Flache kommt, in dem Moment solltet ihr die Bremsen etwas lösen, vor allem die vordere Bremse, oder nur gefühlvoll schleifen lassen, damit ihr nicht das Gefühl bekommt, im Übergang zum Flachen werdet ihr nach vorne geschoben. Steile Stellen kommen selten allein, das heißt, oft sind auch Wurzeln drin, Kanten, Stufen in der Steilpassage. Das heißt, ihr müsst eure Ellenbogen nach außen zeigen lassen, damit ihr solche Stufen auch ausgleichen könnt. Safety first, das ist das Motto. Also wagt euch an die Steilabfahrt, macht es Schritt für Schritt. Der mentale Aspekt ist da sehr groß. Oft hat man sehr viel Respekt vor der Stelle. Tastet euch Schritt für Schritt voran, schaut voraus, ihr werdet eure Erfolge sammeln. Das waren meine Tipps zum Thema steile Hänge fahren. Wir sehen uns im nächsten fortgeschrittenen Video und viel Spaß beim Üben.